Jetzt, ja, wir reden einfach nicht. Jetzt bin ich offiziell gebrochen. Der Diffuse wird jetzt angesetzt. Nein! Nein! Ei. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Ei, er hat die verwechselt, die beiden. Aber immerhin ein Kill, zweiter Kill. Oh, wird das jetzt ein Klatsch werden? Wird das jetzt ein Klatsch werden? Der dritte Kill? Oh ja. Oh, super. 1-1. Boah. Sehen wir hier einen Klatsch des Tages. Cooper gegen Shot. Zu aggressiv werden. Ne? Hier hat aber natürlich Gridlock schon nicht den Advantage. Das heißt, sie hatten nicht die Bombe. Und das heißt, sie muss pushen. Aber hier hinten sieht man schon. Und da. Das war richtig gut gespielt. Und es geht der dritte genau an dieselbe Stelle. Und der findet den auch noch. Das kann doch nicht der Ernst vom Boss sein. Aber Sweezy natürlich auch ein Spieler, der alle Chancen hat, das Ganze hier anständig zu klatschen. Aber mit 5 Sekunden auf der Uhr wird es schwierig. Und er will den Ace und er kriegt den Ace. Und damit fehlt dir der Sense und damit fehlt sie. Wer sie. Oh! Alter, der One-Tap-Flick. Was ist das denn für ein Gedicht eines Tracks gewesen? Meine Güte, auf welchem Zettel habe ich mir das denn jetzt aufgeschrieben? Ja. Warte. Das ist einfach mega, also, weißt du? Oder auf welchem Zettel habe ich das aufgeschrieben? Hat so 100 Zettel auf seinem Tisch liegen. Ja, es ist doch so. Meine Güte. Für das Team von Division. Hier das 3-3 zu machen, das ist ein Wahnsinns-C4! Zwei Leute gezogen, drei Leute gezogen in der Situation, es ist nur noch Null-Tante! Was eine Leistung in der Situation von dem lieben, ich bin, von dem Burl müsste es gewesen sein und Ace durch Burl, das zweite Ace des Cups und es ist wieder Division, die Ace-Könige des Tengu Cups. Kann auch Zange aus dem Spiel nehmen. Null Tante gegen den nächsten. Null Tante nimmt einfach mal alles vom Bord. Was ist denn da gerade los? Schwierige Geschichte. Na, und man spielt jetzt schon. Ja, ganz, ganz stark gespielt. Red Gaze mit der Schrotflinte. Man weiß auf jeden Fall. Das ist Bild, der da reinguckt. Oh, ganz gefährlich hier. Muss von seiner eigenen Granate weg. Sweezy Triple Kill gegen Xubi. Und der Junge hat gesagt, okay, ich will jetzt den Sack wirklich zumachen. Und auch noch hinterher. Aber die haben sich aber so viel Zeit dazwischen gelassen. Und Wurstsuppen, Mike, der war wahrscheinlich mit dem schönsten Namen. Warte. Es wurde gerade gefragt, ob Outruns erlaubt sind. Jetzt. Ah! Oh nein. Oh nee. Weiß ich nicht. Oh no. Okay, ich glaube, jetzt geht's langsam in die Trollregion. Ich find's aber auch geil, dass die Frage kommt und dann direkt erstmal zu Bestseller genommen wird. War ja komplett unpredictable. Ja, absolut. Also ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet. Also ich habe legit nicht damit gerechnet, dass das dann wirklich noch macht. Das C4 könnte so gefährlich sein, wenn man es auf dem Schirm hat. Hat man es auf dem Schirm? Es kann nicht connecten gegen Kami und die versucht hier nochmal mit dem Leben davon zu kommen und sagt sich, ja, nee, bei dem Scheiß gehe ich jetzt aufs Dach. Hier aber Smoke sehr aggressiv nach vorne gepusht. Oh ja. Kann aber auch gut Damage austeilen hier. J18 Half-Life. Ah, oh, und das ist der Velox, den ich haben will. Da kommt aber der Blitz, der Zug rollt. Man hat's schon gesagt. Was ist das denn? Dann wird das da gleich wahrscheinlich knallen, wenn sie da nicht vorbereitet haben. Boah, stell dir vor, der wirft das C4 an diese unverstärkte Wand. Macht der auch? Nein, nein! Nein! Hilf mir! Ich kann nicht mehr! Anna, was macht ihr? Es tut mir so leid. Was zu machen als eine Community. Einfach eine schöne Aktion. Also Props an beide Teams für das Gruppenbild. Das kann man auf jeden Fall nur gut finden.